Und was redet ein Handelsvertreter? Was ist denn das? Wir hatten ja schon Prokuristen, das sind doch auch Vertreter des Kaufmanns und Ladenbevollmächtigte und Handlungsbevollmächtigte. Was ist das jetzt? Genau, der Handelsvertreter gehört zu den selbstständigen Hilfspersonen sozusagen des Kaufmanns, während der Prokurist, der Ladenangestellte und der Handlungsbevollmächtigte ja angestellt war. Ja, aber warum verdienen die denn letztlich so viel, die Handelsvertreter? Ich habe da sowas gehört. Genau, das müssen wir uns mal anschauen. Paragraph 84 HGB haben wir eine Regelung drin. Aber zunächst mal erstmal die Frage, ja, warum verdienen die Handelsvertreter so viel und ist das wirklich, entspricht das wirklich der Wahrheit? Schauen wir mal ganz kurz rein. Ich gebe das einfach mal ein hier im entsprechenden, im Internet einfach mal hier Handelsvertreterverdienst. Mal sehen, was da kommt. Gibt es natürlich hier irgendwelche Seiten, die hier etwas sozusagen sagen, Traumjob als Selbstständiger können Sie voraussichtlich bis zu 51.000 Euro verdienen, aber auch 35.000 Durchschnittsgehalt liegt bei 42.000 selbstständige Handelsvertreter sozusagen in Deutschland, Gehalt eines freien Handelsvertreters. Gibt ja einige Seiten, die sozusagen auch sich damit beschäftigen, zum Beispiel gehalt.de oder so, ne? Ab wann lohnt sich das? Was ist das Besondere? Also verdienen in Deutschland 3.545 in Gehaltsvergleiche, auch noch Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also genau. Und ist es jetzt die Frage zu klären, Festangestellte oder Handelsvertreter? Und was ist der Unterschied hier richtig? Festangestellte, da gucken Sie bitte dann mal meine Videos an zum Arbeitsrecht. Aber wir sollen jetzt mal, jetzt gucken wir es mal an, was ist das Besondere als Handelsvertreter und was ist das überhaupt rechtlich? Deswegen bleiben Sie dran. Ja, was ist typisch für den Handelsvertreter? Der Handelsvertreter ist gemäß Paragraph 48 definiert, und zwar ist das jemand, der selbstständiger Gewerbetreibender ist, ständig betraut ist, für einen anderen Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen. Sie wissen, wir haben verschiedene Kriterien, wessen Namen man was abschreibt, ob man es ständig macht, ob man selbstständig ist oder angestellt und so. Und hier haben wir sozusagen eine wichtige Definition. Selbstständig ist letztlich derjenige, der im Wesentlichen seine Tätigkeiten, seine Arbeitszeit frei bestimmen kann. Und das ist natürlich klasse, wenn man also hier wirklich sagen kann, okay, man macht also alles selbst, man ist sozusagen nicht angestellt und das ist eben der Hauptunterschiedspunkt eben zu den entsprechenden Festangestellten, dass sie ja einfach sagen können, nö, ich mache hier so mein Ding. Genau, das gibt es übrigens in ganz, ganz vielen Bereichen und die Handelsvertreter sind auch ganz, ganz unterschiedlich ausgestattet. Aber was kann man sozusagen festlegen, wo kann man zum Beispiel sagen, das kennzeichnet ihn auf alle Fälle. Also ständige Vertragsbeziehungen zu einem vertretenen Unternehmen. Ich spreche jetzt immer von Unternehmen, also ich bin der Handelsvertreter und auf der anderen Seite ist das Unternehmen. Es geht hier um Vermittlungsvertreter oder auch Abschlussvertreter. Das heißt, sie vermitteln das nur oder sie schließen es auch gleich ab im Namen und für Rechnung des vertretenen Unternehmens. Also immer für den anderen, nicht für sich selbst. Das ist einer der wichtigsten Unterschiede zu denjenigen, zum Beispiel Franchise-Nehmer, die das sozusagen in eigenen Namen sozusagen machen. McDonald's Franchise-Nehmer zum Beispiel, wenn sie ein Restaurant haben oder so von McDonald's, dann gehört ihnen selbst das Unternehmen, das McDonald's-Restaurant, und machen das alles in eigenem Namen, was sie da so verkaufen an Produkten oder auch einkaufen. Sie sind selbstständig, haben also eigenes Gewerbe, eigenes Unternehmer- und Kostenrisiko, müssen Gewerbesteuer zahlen, können allerdings ihre Tätigkeit völlig frei gestalten und sie bekommen eine Auszahlung des Entgelts ohne Abzug von Steuern und Sozialabgaben, denn sie müssen sich letztlich selbst hier entsprechend versichern und auch selbst die Steuern zahlen. Genau, wo ist der Handelsvertreter geregelt? Das kann man uns mal kurz anschauen. Wir haben dort eigene Regeln in 84 bis 92 und ja, um Ihnen einen kurzen Überblick zu geben über den Handelsvertreter. Es geht hier um Schutzvorschriften. Das sind also Schutzvorschriften für den Handelsvertreter, denn Sie sind ja nicht im Arbeitsrecht mehr drin, sind nicht durch Arbeitsrecht geschützt, aber Sie haben auch sozusagen, sind als alleine meistens unterwegs und haben nicht eine große Firma im Hintergrund und sozusagen, die Sie sozusagen, die Ihnen alles Mögliche abnimmt. Nein, sondern Sie sind alleine Cowboy auf der freien Prärie. Und das heißt, Sie werden hier in diesen Punkten des ersten Buches des HGBs im siebten Abschnitt, es steht zum Beispiel drin, wie das aussieht mit Vergütung, ob Sie irgendwelche Einsichtsrechte haben. Gerade für die Provision haben wir ganz, ganz viele Regelungen und natürlich Kündigungs- und Ausgleichsregelungen. Wir haben ein Problem, das wir immer wieder ansprechen bei den Handelsvertretern. Wenn Sie nämlich hier so eigentlich wie ein Arbeitnehmer beschäftigt werden, kann es natürlich sein, dass Sie Scheinselbstständige sind. Und das heißt, es kann wirklich sein, dass Sie auch noch
ein Arbeitnehmer sind. Es gibt tatsächlich Handelsvertreter, die so eine Art selbstständige, die sozusagen angestellte Handelsvertreter gibt es tatsächlich auch. Und das ist aber natürlich ein Zwischending. Da sind sie sozusagen Vertreter, sind angestellte Vertreter in einer Firma. Das haben wir zum Beispiel bei den Versicherungsvertretern, angestellte Versicherungsfirma, die nur für eine Firma zum Beispiel ein Firmenvertreter sind. Da kann man natürlich sagen, okay, bist gleich angestellt, Sozialversicherung übernehmen wir und die Lohnsteuer führen wir auch noch ab. Bisschen aufpassen hier. Also wenn Sie zum Beispiel die Indizien vieles dafür geben, dass Sie eng angelegte Kontrollen haben, auch bestimmte Tourenpläne und auch Urlaubsbestimmungen gelten sollen für Sie als Handelsvertreter, auch in unserem Ausgangsfall mit dem Ingenieur, der angestellt wird in einem Maschinenbetrieb, seien Sie vorsichtig. Es kann sein, dass das sozialversicherungsrechtlich und auch steuerrechtlich als letztlich eine Anstellung angesehen werden. Sie müssten sich dann dort einfach mal erkündigen, ein Statusfeststellungsverfahren machen. Ansonsten ist der Handelsvertreter abzugrenzen, und zwar der Handelsvertreter unterscheidet sich von anderen im Vertriebsbereich eingesetzten Personen dadurch, dass er, also sie arbeiten in fremden Namen und für fremde Rechnung, da geht also nichts auf ihr Konto und auch ihr Name steht nicht drauf, sondern sie haben die Unterlagen von der Firma und da haben wir allerdings natürlich noch andere Sachen. Wir haben gerade gesagt, angestellte Handelsreisende haben wir zum Beispiel noch oder auch Kommissionäre, die im eigenen Ware, im eigenen Namen, aber für fremde Rechnung verkaufen. Das ist sozusagen der Grundfall des Kommissionärs, also zum Beispiel Zeitschriftenhändler, die verkaufen die Zeitschriften im eigenen Namen, aber für fremde Rechnung. Das heißt, wir rechnen das dann ab mit dem Verlag, den es zugeschickt hat. Oder wir haben auch noch Vertrags- oder Eigenhändler, die sozusagen aufgrund eines Downvertrags mit einem Hersteller in eigenen Namen und auf eigene Rechnung weiterverkaufen. Das ist also sehr wichtig. Oder der Franchise-Nehmer, der auch wieder ein Dauervertragsverhältnis hat, aber daraus entstehen natürlich bestimmte Folgepflichten. Sie müssen also dann sozusagen das Design übernehmen und haben dort also etwas bekommen von der Firma, wie ihre Firma aussehen muss, zum Beispiel McDonalds-Lokale. Ne? Handelsmakler schließt, Sie kennen den Immobilienmakler, sozusagen im fremden Namen gewerbsmäßige Geschäfte ab. Gucken wir mal, schließt also fremden Namen gewerbsmäßig Geschäfte ab, ohne jedoch Gegensatz, das ist jetzt der Unterschied zum Handelsvertreter, ständig betraut ist. Also Handelsmakler, wie zum Beispiel Immobilienmakler, kriegen ab und zu mal von Ihnen eine Wohnung zu vermitteln, eine Mietwohnung oder zum Verkaufen oder so, aber nicht ständig. Deswegen, wir haben dort mehr eine Nähebeziehung des Handelsvertreters zum Unternehmer. Gut, gucken wir mal zu den wesentlichen Pflichten des Handelsvertreters. Diese sind alle geregelt, auch im Handelsvertretervertrag, ganz üblich. Wir gucken mal kurz, der Handelsvertreter hat natürlich einen Gewerbesitz meistens, muss nicht in Handelsregister eingetragen sein. Das hängt davon an, wie groß er ist. Er muss also die Geschäftsbriefe muss er so anpassen, wenn er eben dem Kaufmannsrecht unterfällt und auch mit dem Firmennamen. Das hängt alles davon ab, ob er Kaufmann geworden ist. In dem § 85 haben wir natürlich besondere Bemühens- und Benachrichtigungspflichten, Geheimhaltungspflichten, darum geht es dort. Und zum Beispiel die Verpflichtung zur Wettbewerbsenthaltung ist ganz, ganz wichtig, dass eben ein Handelsvertreter nicht sagt, ja, ich habe hier die Produkte des einen Unternehmers hier, aber die habe ich eigentlich nur drin, weil die so schön teuer sind und die spiele ich immer aus gegen die Produkte des anderen Unternehmens. Da verdiene ich auch nachher noch mehr an Provision. Also da haben wir natürlich das Problem. Wir haben deswegen in der Praxis mehr Firmenvertreter, die also mehr Unternehmen haben. Da haben wir natürlich ein bisschen Interessensgegensätze oder die einen Firmenvertreter. Und deswegen muss man wirklich aufpassen, im Gesetz steht, haben wir sozusagen ein Wettbewerbsverbot. Und Sie sollten aber in den Verträgen natürlich einiges noch reinschreiben, wie Sie hier sehen, wenn so eine Konkurrenzsituation letztlich auftreten sollte. Genau, und jetzt kommen wir mal zu dem. Genau, das sind die ganzen Regelungen, die ich Ihnen hier noch empfohlen habe. Wir haben also ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot oder auch schon während der Handelsvertreter sozusagen von Ihnen eingestellt ist. Aber nachvertraglich, also erst weg, und darf der Handelsvertreter Wettbewerb nach dem Ausscheiden mit seinem früheren Anbieter, also mit seinem früheren Unternehmer, also können wir hier sonst Unternehmer in Wettbewerb treten. Seinem früheren Anbieter, Unternehmer. Also für die Zeit nach Beendigung des Handelsvertretervertrags haben wir in § 90 klein a eine schöne Regelung drin. Und da steht mehr oder weniger drin, dass man also vor Ende des Vertrages muss man also schriftlich hier etwas vereinbaren. Und dort hat man für längstens 2 Jahre kann man den anderen binden. Und dann darf er sozusagen keinen Wettbewerb machen, aber er kriegt dafür eine Entschädigung. Das ist also die Regelung.
Gut, grundsätzlich gilt es, die Handelsvertreterverträge ganz viele Einzelheiten regeln. Letztlich ist es das, was sie bei einem Arbeitnehmer sowieso durchs Arbeitsrecht hätte oder durch Betriebsvereinbarung, Tarifvereinbarung. Deswegen, es gibt ja also einige Mustertexte von Interessensvertretungen der Industrie. Und da muss man natürlich gucken, aus wessen Quelle kommen die, was für einen Stallgeruch haben die hier, ne? Also, wir haben zum Beispiel Musterverträge des Vereins Grund und Boden. Das sozusagen im Bereich des Maklertätigkeit oder auch IHKs, die meistens Hersteller, beziehungsweise ich würde es auch noch anders nennen, Unternehmer, beziehungsweise herstellerfreundliche Handelsvertreter haben. Also anbieterfreundliche oder unternehmerfreundliche oder herstellerfreundliche Handelsvertreter, Verträge, da müssen Sie natürlich hier bei diesen Verträgen, aber wir gucken mal ganz kurz rein. Wie sehen Regelungen zugunsten des Anbieters aus? Also Anbieter ist immer der Unternehmer. Die gesetzliche Provisionspflicht wird vor allem bei attraktiven Investitionsgüterkunden lebenspraktisch in der Art umgangen, dass der Hersteller die vom Vermittlungsvertreter vorgeschlagenen Aufträge einmal annimmt und dann mit eigenen Kräften über andere Leistungen neu verhandelt. Ne? Also das ist immer das Problem. Sie bringen mal neue Kunden, aber das wird ihnen dann von der Firma abgenommen. Also das sind sozusagen Sachen, worauf auch die IHK immer hinweist, und da habe ich auch den Hinweis her, da muss man natürlich aufpassen, dass natürlich der vertreterfreundliche Handelsvertretervertrag dann einen Gebietsschutz vorsieht. Er sagt, also alles, was in meinem Gebiet ich sozusagen erarbeitet habe, da kriege ich dann die Provision. Das ist also sehr, sehr wichtig. Wesentliche Rechte des Handelsvertreters sind sowieso, dass sie Unterlagen bekommen, dass sie Provisionen bekommen auf alle vermittelten oder eingetüteten Verträge. Die Fälligkeit muss also auch so geregelt sein, dass sie dann nach einer Zeit das Geld auch mal bekommen, dass sie manchmal eine Bezirksprovision haben oder auch die Teilung der Provision haben, wenn mehrere Vertreter in ihrem Bezirk sind. Was haben wir noch? Sie haben einen Buchauszug, dass man also sehen kann, wann welcher Kunde auch wirklich was bestellt hat, dass man ihnen dann nicht irgendetwas hier unterschlägt. Also das sind so die typischen Probleme, die ich hier gerade in meinem Überblick zeige. Genau, was haben wir noch hier? Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb ist natürlich so, für Sie als Vertreter wäre es wichtig, wenn die Aufwendungen erstattet werden, ja. Und dann, das heißt, wenn Sie irgendwelche Marktforschungssachen machen oder irgendwie Messebeteiligung oder so, haben Sie Reise- und Repräsentationskosten. Das muss im Handelsvertretervertrag natürlich geregelt sein. Auch die Kündigungsfristen sind im HGB natürlich geregelt. Und das heißt, dass Sie so ein bisschen Zeit haben, sich wieder was Neues zu suchen. Und natürlich auch dann, wenn Sie raus sind und der neue Vertreter in Ihr Gebiet kommt und dort Ihre schönen Sachen dort alle weitermacht, muss man natürlich gucken, ob Sie einen Ausgleichsanspruch haben bezüglich der Sachen, die noch nicht zu Ende geführt waren, wo noch nicht die Provision endgültig geflossen ist. Ja, wir haben dann noch dieses Thema natürlich mit dem Wettbewerbsverbot. Maximal 2 Jahre darf es sein. Und genau. Sonderfragen zur Provisionszahlung gibt es Tausende, also ganz, ganz viele Gerichtsentscheidungen. Sozusagen, wann entsteht der Provisionsanschluss? Wann ist es fällig? Wie sieht es aus, wenn Sie in einem Bezirk zum Beispiel tätig sind? Also, wer kriegt welche Provision, wenn Sie Alleinvertreter sind oder wenn Sie dort nur vermitteln? Und auch muss letztlich eine Ursächlichkeit bestehen zwischen dem, dass Sie dort vermittelt haben und der Kunde hat was gekauft. Also, da sagt der Bundesgerichtshof sagt aus, es reicht, wenn es nur mitursächlich ist. Also Sie machen den ersten Besuch und dann der Unternehmer geht selbst, nimmt dann selbst den Auftrag entgegen. Also das reicht letztlich nach Bundesgerichtshof, dass Sie das also entsprechend dort trotzdem einen Provisionsanspruch bekommen. Ist ja klar, Sie haben Ihre Zeit dort aufgewandt. Letztlich auch die Frage, kommt es darauf an, ob der Vertrag letztlich mit dem Kunden auch zustande kommt oder kriegen Sie vorher schon Geld? Was ist, wenn das Geschäft gar nicht ausgeführt wurde, aus irgendwelchen Gründen oder was weiß ich, wenn der Anbieter gar nicht liefert? Nein, der Provisionsanspruch bleibt grundsätzlich bestehen, weil Sie haben ja was gemacht, ne? Also wir müssen hier immer gucken, es gibt ganz, ganz viele Einzelfälle. Weit verbreitete Praxis ist auch generelle Belastung von Stornos und Gutschriften in der Provision. Das geht natürlich auch nicht. Sie bekommen ja häufig mal, wenn Sie also ein Geschäft vermittelt haben, bekommen Sie das auf Ihr Provisionskonto. Da können Sie aber als Handelsvertreter nicht sofort dran. Erst wenn der Vertrag komplett durchgesetzt ist und die auch manche die Unternehmen das Geld von dem entsprechenden Unternehmer, von dem Kunden bekommen haben, erst dann gibt Ihnen der Unternehmer oft diese Provision frei. Und deswegen muss die Rechtsprechung oftmals sagen hier, wann liegen vom Unternehmer, also nicht vom Vertreter zu vertretende Umstände vor, die dann auch dazu führen, dass sie trotzdem ihr Geld bekommen? Da sehen Sie ein paar BGH-Fälle. Gut, natürlich ist es sehr, sehr wichtig. Augenblick, gucken wir mal kurz. Genau, das sind die ganzen Fälle, die entschieden worden sind und die Sie auch
im Internet finden. Die Höhe der Provision ist das nächste Streitthema bei den Handelsvertretern. Die Höhe der Provision richtet sich als Erfolgsvergütung regelmäßig nach dem Umsatz, ist ja klar. Aber die Frage ist natürlich, wie wird dieser Umsatz berechnet? Werden das Konto, wird das rausgerechnet? Werden Nebenkosten rausgerechnet, Frachtverpackung und so? Wie sieht es aus mit Rabatten? Wie sieht es aus mit der Mehrwertsteuer? Darüber muss also immer eine Regelung herbeigeführt werden. Ganz zum Schluss ist natürlich bei der Beendigung ist zu gucken, wie die Kündigungsfristen sind. Also wir haben hier sozusagen ein paar übliche Kündigungsfristen. Man kann auch einen befristeten Vertrag machen, man kann einvernehmliche Aufhebung machen. Darüber sollte eine Regelung getroffen werden. Und dann natürlich die Frage, wenn Sie raus sind, kriegen Sie Ausgleichsansprüche? Das heißt, für die Verträge, die sozusagen die noch nicht abgerechnet worden sind und natürlich wenn es irgendwie befristet zum Beispiel war oder einvernehmliche Trennung oder in unserer Fallstudie, wo er gesagt hat, du hast zu viel schiefgelaufen, du musst jetzt raus. Und da hängt es immer davon ab, ob der Unternehmer dem Handelsvertreter Anlass zu einer Kündigung gibt. Dann bleibt natürlich der Handelsvertreter Ausgleich, also das Geld bleibt bestehen. Wenn es natürlich ein Verhältnis, wenn das Verhalten jetzt sozusagen auf der Grundlage des Vertreters ist, dann ist natürlich, kann der zum Beispiel seinen Ausgleichsanspruch zum Beispiel auch mal verlieren. Gut, also wir haben noch ein paar Einzelfälle hier noch drin, die ich noch rausgeholt habe, die unter anderem auch bei der IHK zu finden sind. Genau, das sind also, Sie sehen also auch ganz, ganz viele Methoden hier, zum Beispiel auch, wie man zum Beispiel eine sozusagen Quoten bestimmt für jedes Jahr, sozusagen, die nicht mehr für den Unternehmen arbeiten, kriegen Sie sozusagen dann immer noch Prozentsätze von diesen entsprechenden dort gemachten Geschäften, weil man halt immer dort noch so ein bisschen nachwirkt. Ne? Genau, das sind also, da gibt es einiges an Problemen bei den gesamten Ausgleichsansprüchen. Gut, ich habe hier von IHK Frankfurt dann noch einen schönen Mustervertrag und man muss ein bisschen natürlich immer aufpassen, ob das handelsvertreterfreundlich ist oder unternehmerfreundlich. Ich habe mal so ein bisschen reingeschrieben, grün ist immer das, was handelsvertreterfreundlich ist. Zum Beispiel, wenn Sie als Bezirksvertreter einen ganzen Bezirk übernehmen. Ne? Das ist natürlich toll. Und was haben wir hier noch drin? Genau, das entspricht auch § 87. Das ist immer dort reingeschrieben. Muss man natürlich gucken. Blöd wäre natürlich, wenn Sie nur einer von vielen Vertretern dort sind. Was steht in solchen Verträgen drin? Ich möchte einen kurzen Überblick geben. Also erstmal Ihre rechtliche Stellung natürlich. Dann die Pflichten des Handelsvertreters in § 2. Zum Beispiel, dass er dort, und entweder sind Sie ein Vermittlungsvertreter, dann vermitteln Sie, oder Sie schließen es gleich ab. Wenn Sie es gleich abschließen, kann natürlich für Sie gut sein. Also kann schlecht sein, weil Sie mehr Arbeit haben, kann aber gut sein, weil Sie sehen dann ganz genau, kommt der Vertrag wirklich zustande und wo könnte es dran hängen, dass er nicht zustande kommt. Also das sind sozusagen immer die Punkte, wo man darauf achten muss. Genau, und auch die Frage, sind Sie zum Inkasso berechtigt oder nicht? Inkasso heißt zum Beispiel, dass das Geld gleich eintreiben, hat den Vorteil, deswegen habe ich es so ein bisschen grün und rot gemacht, hat den Nachteil, dass Sie mehr Arbeit haben, aber hat den Vorteil, dass wenn Sie das Geld vom Kunden gleich nehmen, sich nehmen Sie Ihre Provision weg und dann den Rest geben Sie dem Unternehmer weiter. Also Sie merken, in diesen Vertragsmustern ist wirklich Musik drin und die muss man sich wirklich anschauen und dann sind so Sachen wie zum Beispiel, dass die Vertretung sich auf sämtliche Erzeugnisse des Unternehmens bezieht, die im Verkaufsprogramm sind. Sämtlich ist natürlich gut, also auch nicht nur die Ladenhüter, sondern auch die guten Sachen, wo Sie eben viel dran verdienen können. Ja, das sind die Pflichten des Handelsvertreters. Wir haben dann natürlich auf der anderen Seite die Pflichten des Unternehmers. Dann wird definiert, was ist provisionspflichtig und was nicht. Also wird ganz genau geschrieben, also ein Provisionsanspruch für alle von Ihnen vermittelten oder abgeschlossenen Geschäfte. Und alles, was für alle Bezirksgeschäfte und für alle Geschäfte, die ohne seine unmittelbare Mitwirkung mit Dritten zustande gekommen sind, die als Kunden für Geschäfte der gleichen Art geworben hat. Ne? Voraussetzung ist, dass es sich sozusagen für den Provisionsanspruch, dass der Geschäftsabschluss ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Ausführung der Geschäfte durch den Unternehmer während des bestehenden Vertretervertrags erfolgt hat. Also Handelsvertreterverträge sind wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ich kann Ihnen nur mal so einen kleinen Einblick geben, dass man eben aufpassen muss, wann ist etwas wirklich günstig und wann nicht. Sie sehen auch hier mal die Vorschriften, auf die Bezug genommen werden, die Schutzvorschriften, die eben nicht abgeändert werden können, auch im Handelsvertretervertrag nicht.
Was haben wir noch? Die Höhe der Provision wird hier zum Beispiel in Prozentsätzen angegeben und natürlich, wie die sich berechnen. Dort hat man auch im Gesetz ganz, ganz viele Vorschriften, dass sie von dem Entgelt zu berechnen ist und Nachlässe bei Barzahlungen sind nicht abzuziehen. Ne? Also der Unternehmer will da aber einen Nachlass gibt und sie kriegen plötzlich weniger Provision. Das geht nicht. Und dasselbe gilt für Nebenkosten, namentlich für Fracht, Verpackung, Zoll und Steuer. Es sei denn, dass die Nebenkosten im Dritten besonders an Rechnung gestellt sind. Also muss man gucken, was also letztlich wirklich den Umsatz sozusagen in ihre Provision nach oben bringt. Dann Wegfall der Provisionsanspruch haben wir geregelt. Also wann kriegen sie nichts mehr? Muss man mal ein Beispiel. Der Provisionsanspruch entfällt im Falle der vollständigen oder teilweise Nichtausführung eines abgeschlossenen Geschäfts nur dann, wenn und soweit dies auf Umstände beruht, die vom Unternehmer nicht zu vertreten sind. Okay, also dann entfällt das Provisionsanspruch, entfällt auch, wenn feststeht, dass der Kunde nicht leistet. Also sozusagen das Risiko, dass der Kunde nicht leistet, trägt letztlich auch der provisionsabhängig arbeitende Handelsvertreter, ist natürlich schlecht. Ne? Was haben wir noch? Genau, also das ist ganz, ganz wichtig. Dann natürlich die ganzen Fragen, wie wird die Provision abgerechnet für jeden Kalendermonat oder bis zum 10. Dann, Sie brauchen ja das monatliche Geld, oder? Sonst haben Sie kein Geld mehr. Auch wenn es zu lange dauert, dann kann natürlich auch die Insolvenzgefahr kommen, dass Ihr Unternehmen in Insolvenz geht und Sie haben Ihre Provision noch nicht bekommen. Also das spielt so alles mit. Kosten des Handelsvertreters, kriegen Sie hier vielleicht was erstattet, können Sie dann alles eintragen. Was ist bei Krankheit? Kriegen Sie dann dort einen Vertreter des Vertreters sozusagen? Auch Wettbewerbsabreden sind natürlich drin. Haben Sie hier während des Vertrages ein Wettbewerbsverbot? Wie sieht es aus, wenn Sie ausgestiegen sind sozusagen aus dem Unternehmen, nicht mehr für das Unternehmen arbeiten. Das sind so typische Regelungen. Was haben wir noch? Vertragsdauer, die ganzen Kündigungsfristen zum Schluss und natürlich sonstige Bestimmungen, wie zum Beispiel Verjährung oder Gerichtsstand oder auch Gerichtsstandsvereinbarung. Genau. Also wir haben hier einen schönen Vertrag von der IHK und zum Schluss haben die immer so Alternativen drin und das sind natürlich manchmal handelsvertreterfreundlichere Regelungen, die ja auch noch angeboten werden. Frankfurt am Main IHK, sehr guter Vertrag. Gut, das war der Handelsvertreter und in unserer entsprechenden Ausgangsfallstudie mit dem Ingenieur spricht einiges dafür, dass der ein Handelsvertreter ist, denn er hat sozusagen im Namen, sozusagen für das Unternehmen hier Geschäfte vermittelt und hat also Routenpläne bekommen. Ist natürlich problematisch, wenn Sie eine Arbeitszeit dort vereinbaren, weil dann haben wir das Problem, dass er vielleicht eine Scheinselbstständige ist, dann könnte es ein angestellter Handelsvertreter sein. Das könnte das Problem sein. Wir gucken aber nochmal weiter, ob es nicht vielleicht auch ein Handelsmakler ist. Deswegen bleiben Sie dran, wenn es im nächsten Video um die Frage geht, für was haftet eigentlich ein Handelsmakler oder ein Makler überhaupt? Bleiben Sie dran, freue mich auf Sie im nächsten Video.